Herr erster Bürgermeister, es besteht der Verdacht, dass während der Behandlung des vergangenen Tagesordnungspunktes gegen eine sehr wesentliche Vorschrift unserer Geschäftsordnung verstoßen worden ist. Und es macht sich möglicherweise sofortiges Handeln auch erforderlich. Ich möchte zunächst die Regel der Geschäftsordnung benennen, nämlich Paragraph 6 Absatz 2. Dieser lautet: Während der öffentlichen Sitzungen sind Ton- und Bildaufzeichnungen, die nicht von der Stadt selbst zum Zwecke der Erstellung der Sitzungsniederschrift angefertigt werden, nur mit schriftlicher Genehmigung der Oberbürgermeisterin, des Oberbürgermeisters zulässig. Die Nutzung und Verbreitung genehmigter Aufzeichnungen bedarf des schriftlichen Einverständnisses jedes Mitgliedes des Stadtrates, dessen Bild bzw. Stimme aufgezeichnet bzw. veröffentlicht werden soll. Ich hatte nicht nur während der von mir gehaltenen Rede, sondern auch während der Reden anderer Ratsmitglieder den Eindruck, dass von Herrn Stadtrat Hannig rechtswidrig Ton- und Bildaufnahmen angefertigt worden sind. Er hat über einen längeren Zeitraum hinweg sein technisches Endgerät in unnatürlicher Weise in die Höhe gehalten, so wie man es gewöhnlich nicht macht, wenn man darauf etwas liest oder anschaut, sondern wenn man Dritte filmt. Ich bitte Sie, diesen Sachverhalt zu prüfen und sofern Herr Hannig Ton- und Filmaufnahmen getätigt haben sollte, zu veranlassen, dass diese unverzüglich gelöscht werden. Ich erteile kein Einverständnis, von Herrn Hannig gefilmt zu werden, und ich widerspreche rein vorsorglich jeglicher Veröffentlichung derartiger Aufnahmen. Vielen Dank, Herr Schollbach, für den Hinweis auf die klare Rechtslage, die wir in diesem Haus gelten haben. Herr Hannig möchte sich dazu erklären. Vielen Dank, Herr Kollege Stolbach, für den Hinweis. Ich bin bereits vom Herrn Trostmann darauf hingewiesen worden, habe selbstverständlich sofort, ich hatte einen kleinen Teil tatsächlich gefilmt, gelöscht. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe diesen Passus nicht gelesen, dass das erlaubt ist. Da der Livestream ausgefallen war, sorry, das muss Dresden Fernsehen überprüfen. Ich bitte alle Stadträte ausdrücklich um Entschuldigung. Ich habe das sofort gelöscht und werde selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt wieder irgendwelche Aufzeichnungen anfertigen. Pardon. Gut, nehmen wir soweit zur Kenntnis. Vielen Dank. Wir haben jetzt